Wir werden jetzt anhand der Lehrsätze verschiedene Grenzwerte berechnen. Beispiel 1. Wir suchen den Grenzwert von 2x plus 1, wenn x gegen 4 strebt. Zuerst werden wir überprüfen, ob dieser Grenzwert Sinn macht. Das heißt, wir werden nachschauen, ob die dichten Nachbarn von 4 alle ein Bild haben. Das machen wir anhand vom Definitionsbereich dieser Funktion. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist die ganze Menge R, also haben alle reelle Zahlen durch diese Funktion ein Bild, deshalb sind die alle grün gezeichnet. Und somit haben auch die dichten Nachbarn von 4 durch diese Funktion alle ein Bild. Also macht der Grenzwert Sinn. Um den Grenzwert zu bestimmen, zerlegen wir ihn anhand der Lehrsätze in verschiedene einzelne Grenzwerte, die unseren zwei Grundbeispielen entsprechen. Der Grenzwert einer Summe, das ist zuerst einmal die Summe der einzelnen Grenzwerte, und diese 2 fliegt dann aus diesem Grenzwert noch als multiplikative Konstante heraus. Der erste Grenzwert ergibt durch Grundbeispiel 1 4. Der zweite Grenzwert ergibt durch Grundbeispiel 2 1. Unser Grenzwert, den wir berechnen, muss also gleich sein zu 2 mal 4 plus 1, das heißt, der Grenzwert ist 9. Und fertig. Ein zweites Beispiel. Wir suchen den Grenzwert dieser Funktion, wenn x gegen 0 strebt. Anhand vom Definitionsbereich der Funktion werden wir feststellen können, ob die dichten Nachbarn von 0 durch diese Funktion alle ein Bild haben. Also bestimmen wir zuerst den Definitionsbereich. Hier ist ein Nenner, doch dieser Nenner ist niemals 0. Denn wenn man zur streng positiven Zahl 1 eine positive Zahl x² addiert, dann ist das Ergebnis immer streng positiv und niemals 0. Deswegen ist der Definitionsbereich der Funktion die ganze Menge R. Also haben die dichten Nachbarn von 0 alle ein Bild durch diese Funktion und somit ergibt dieser Grenzwert Sinn. Anhand der Lehrsätze zu den Grenzwerten können wir diesen Grenzwert zerstückeln in lauter kleine Grenzwerte, die unseren zwei Grundbeispielen entsprechen. Limes von x bei 0, ja das ist 0, erstes Grundbeispiel, da ebenfalls. Limes der Konstanten 1, das ist diese Konstante 1, zweites Grundbeispiel. Und somit können wir die einzelnen Grenzwerte bestimmen durch die zwei Grundbeispiele und das führt dann zu dieser Rechnung. Übrigens, wenn man in der Anfangsfunktion x durch die Zahl ersetzt, gegen welche x strebt, hier die 0, so findet man 0 mal 0 minus 2 mal 0 plus 1 geteilt durch 0 mal 0 plus 1. Das heißt, das führt dann zu genau derselben Rechnung. Wenn wir also in diesem Grenzwert x durch 0 ersetzen und finden dann eine Zahl, denn dieser Bruch ergibt 1, somit muss diese Zahl der gesuchte Grenzwert sein, dank der Lehrsätze. Also werden wir diese Zerstückelung in Grundbeispielen nicht mehr vornehmen müssen, das kann jetzt weg, sondern sobald wir durch Ersetzen von dieser Zahl, gegen welche x strebt, eine Zahl finden, ist die Übung beendet. Genauso werden wir das im Beispiel 3 machen. Zuerst jedoch schauen wir nach, ob dieser Grenzwert Sinn ergibt. Wir berechnen den Definitionsbereich dieser Funktion. Das ist hier R ohne die zwei Nullstellen des Nenners. Das heißt, alle reelle Zahlen haben durch diese Funktion ein Bild, außer
die Zahlen minus 1 und 1. X strebt gegen 2. Das heißt, x liegt ganz dicht bei 2 und alle Zahlen ganz dicht bei 2 haben durch die Funktion ein Bild. Deshalb macht dieser Grenzwert Sinn. Jetzt brauchen wir nur noch x durch 2 zu ersetzen. Das ergibt dann 4 geteilt durch 4 minus 1, also 4 Drittel. Das ist der gesuchte Grenzwert. Beispiel 4. Auch hier suchen wir den Grenzwert von f von x, wenn x gegen 2 strebt. Versuchen wir einfach x durch 2 zu ersetzen, aber hier erkennen wir, das ergibt gar keine reelle Zahl, sondern ein algebraisches Gebilde der Art 0 geteilt durch 0. Schauen wir zuerst nach, ob dieser Grenzwert Sinn macht. Das heißt, wir bestimmen zuerst den Definitionsbereich der Funktion. Das ist die ganze Menge r außer Nullwert des Nenners, das heißt 2. Dom f ist also r ohne 2. Und geometrisch heißt das, dass die dichten Nachbarn von 2 durch diese Funktion alle ein Bild haben. Also macht dieser Grenzwert schon mal Sinn. Um ihn zu bestimmen, werden wir den Zähler faktorisieren, denn der Zähler ist x² minus 2 Quadrat. Durch die dritte binomische Formel ergibt das x minus 2 mal x plus 2. So. Nun steht hier im Grenzwert, dass x gegen 2 strebt. Das heißt, x liegt immer dichter, immer dichter, immer dichter an 2, immer dichter dran, aber niemals drauf. X ist nicht 2, x ist in der Nähe von 2. Also ist x verschieden von 2 und deswegen ist x minus 2 auch nicht 0. So können wir also durch den Faktor x minus 2 kürzen und es bleibt nur noch x plus 2 übrig in der Funktion. Hier drin ersetzen wir jetzt nochmal x durch 2 und finden die reelle Zahl 4. Das muss der gesuchte Grenzwert sein. Beispiel 5. Auch hier ersetzen wir schnell x durch 3, aber das ergibt wieder dieses algebraische Gebilde 0 geteilt durch 0. Wir überprüfen, ob der Grenzwert Sinn macht. Der Definitionsbereich ist die ganze Menge r, außer die zwei Nullwerte des Nenners, das heißt außer 2 und 3. Wir schreiben den Definitionsbereich hin und zeichnen ihn. Alle reellen Zahlen sind grün, alle reellen Zahlen haben durch diese Funktion ein Bild, außer die zwei roten 2 und 3. Hier steht x strebt gegen 3. Das heißt, x ist ganz, ganz dicht bei der 3. Die dichten Nachbarn von 3, die haben durch die Funktion alle ein Bild, weil sie alle grün sind. Deshalb macht dieser Grenzwert Sinn. Und um ihn zu berechnen, werden wir den Zähler sowie auch den Nenner faktorisieren. Der Zähler, das ist wieder die Differenz von 2 Quadraten. Dritte binomische Formel ergibt also x minus 3 mal x plus 3. Der Nenner, das ist ein Trinom zweiten Grades und wir erinnern uns, das Trinom zweiten Grades ax² plus bx plus c kann so in Faktoren zerlegt werden, unter der Bedingung, dass die Diskriminante vom Trinom größer gleich 0 ist. x1 und x2 sind in dieser Formel die Nullstellen von diesem Trinom. Wenn die Diskriminante Delta gleich 0 ist, dann sind die zwei Nullwerte gleich und hier steht dann eben zweimal dieselbe Zahl. Das können wir hier schön anwenden. Übrigens, wenn ein Polynom bei einer gewissen Zahl 0 ergibt, dann kann man dieses Polynom immer faktorisieren und einer der Faktoren ist x minus diese Zahl. Das funktioniert auch unten.
Wenn wir in diesem Polynom x durch 3 ersetzen, dann finden wir 0. Also kann dieses Polynom faktorisiert werden und einer der Faktoren ist x minus diese Zahl. Das beruht auf das Gesetz vom Rest, das wir hier kurz wiederholen. Wenn ein Polynom p von x durch das Binom x minus a geteilt wird, dann erhält man den Quotienten q von x und den Rest r, so dass das Anfangspolynom p von x gleich ist zu x minus a mal q von x plus r. Bei einer Polynomdivision muss der Grad vom Rest immer streng kleiner sein als der Grad vom Teiler. Der Grad vom Teiler ist aber 1 und deshalb kann der Rest nur eine konstante Zahl sein. Wenn wir in unserer Divisionsformel das x durch a ersetzen, dann erhalten wir p von a gleich a minus a, das heißt 0, mal q von x. Dieser Term entfällt dann und es bleibt nur die Zahl r übrig. Was heißt, der Zahlenwert dieses Polynoms bei x gleich a ist nichts anderes als der Rest der Division des Polynoms durch x minus a. Und genau das wenden wir hier an. Wenn nämlich der Zahlenwert des Polynoms 0 ergibt, so wie das bei diesem Polynom der Fall ist, wenn wir x durch 3 ersetzen, und auch bei diesem Polynom der Fall ist, wenn wir x durch 3 ersetzen, dann muss also der Rest der Division 0 sein. Was heißt, in unserer Divisionsformel entfällt der Rest, der ist gar nicht da. So, was also heißt, wenn der Zahlenwert eines Polynoms bei einer Zahl a 0 ergibt, dann ist der Rest der Division 0 und das Polynom kann somit faktorisiert werden und einer der Faktoren ist dieses Binom x minus a. Hier steht x strebt gegen 3, das heißt, x liegt ganz, ganz dicht bei 3, ganz dicht dran, aber nicht drauf. X selbst ist nicht 3. Also ist x minus 3 auch nicht 0. Und somit dürfen wir durch x minus 3 kürzen. Es bleibt nur noch dieser Grenzwert zu bestimmen. Und dank der Leersätze dürfen wir hier einfach x durch 3 ersetzen. Dann macht das 3 plus 3 6, geteilt durch 3 minus 2 1, 6 geteilt durch 1 macht 6. Das ist der gesuchte Grenzwert. Im Beispiel 4 führte dieses algebraische Gebilde zur Antwort 4. Im Beispiel 5 führte dieses algebraische Gebilde zur Antwort 6. In anderen Übungen führt dieses algebraische Gebilde zu anderen Endwerten. Deshalb nennt man dieses algebraische Gebilde 0 geteilt durch 0 eine Unbestimmtheit. Am Anfang ist der Grenzwert noch nicht bestimmt, er ist noch unbestimmt, dann rechnen wir ihn und jetzt ist er bestimmt. Man sagt, man habe diese Unbestimmtheit behoben. Auch hier, 0 auf 0 ist eine Unbestimmtheit und am Ende bestimmt man sie dann doch. Beispiel 6. Auch hier ersetzen wir x sofort durch 3 und finden wieder diese Unbestimmtheit 0 geteilt durch 0. Überprüfen wir zuerst, ob der Grenzwert Sinn macht. Der Definitionsbereich dieser Funktion, das ist die ganze Menge r, außer die zwei Nullwerte des Nenners minus 1 und 3. Diese Werte sind also aus r auszuschließen. Auf der Zahlengeraden erkennen wir deutlich, dass die dichten Nachbarn von 3 durch diese Funktion alle ein Bild haben und deswegen macht der Grenzwert Sinn. Da dieses Polynom bei 3 0 ergibt, wissen wir, dass wir dieses Polynom faktorisieren können und zwar wird dieses Polynom
dritten Grades faktorisiert in x minus 3 mal ein Quotient von x, der dann zwangsläufig zweiten Grades sein muss. Um diese Division vorzunehmen, ist das sogenannte Horner-Gitter sehr praktisch. Schauen wir, wie es funktioniert. Die Zahl, für welche das Polynom 0 ergibt, also hier die 3, die schreiben wir in dieses Feld, da. In der ersten Zeile hier oben schreiben wir die Vorzahlen der Potenzen von x, die in abfallender Reihenfolge der Exponenten geordnet sind. Das heißt, 1 mal x hoch 3 minus 4 mal x Quadrat plus 1 mal x plus 6 mal x hoch 0. Das Polynom ist geordnet, die Exponenten sind 3, 2, 1, 0. Also schreiben wir die Vorzahlen dieser Potenzen in der ersten Zeile hier oben. Kleine Zwischenbemerkung. Nehmen wir einmal an, der x-Term wäre gar nicht da. Ich verstecke ihn mal mit dem Händchen. So. Dann wäre das Polynom x hoch 3 minus 4x² plus 6. Es müsste dann vervollständigt werden in x hoch 3 minus 4x² plus 0 mal x plus 6. Und diese 0 wäre dann hier einzutragen. Sonst funktioniert das Gitter nicht. Gut, das ist aber hier nicht der Fall, also können wir weitermachen. Diese 1, die rutscht runter, die schreiben wir dahin. So. Jetzt wird von da nach da multipliziert. 3 mal 1, das macht 3. Und dieses Produkt 3 schreiben wir dahin. So. Vertikal wird jetzt addiert. Minus 4 plus 3, das macht minus 1. 3 mal minus 1 macht minus 3. 1 plus minus 3, das macht minus 2. 3 mal minus 2, das macht minus 6. Und 6 plus minus 6 macht 0. Am Ende müssen wir eine 0 finden, denn diese Zahl ist der Rest von der Division dieses Anfangspolynoms durch x minus 3. Und dieser Rest muss ja 0 sein. Wenn nicht, sollte man die Rechnung nochmal überprüfen, dann steckt irgendwo ein Fehler. Dieses Gitter, das zur Division dieses Polynoms durch x minus 3 führt, nennt man dem deutschen Mathematiker William George Horner zu Ehren das Horner-Gitter. Dieses Horner-Gitter teilt also dieses Polynom da durch x minus 3 da. Und der Quotient ergibt Polynom dritten Grades geteilt durch Polynom ersten Grades. Das muss ein Polynom zweiten Grades sein, wo hier also die Vorzahlen der Potenzen von x abzulesen sind. 1 mal x Quadrat minus 1 mal x minus 2. Die 0 ist der Rest der Division. Durch das Horner-Gitter konnten wir also im Grenzwert den Zähler schön faktorisieren in x minus 3 mal dieses Trinom zweiten Grades. Nochmal, die Vorzahlen entstehen hier in der letzten Zeile. Es ist 1 mal x² minus 1 mal x minus 2. Den Nenner konnten wir auch sehr schnell faktorisieren, denn seine Nullwerte waren uns schon bekannt. Und durch diese Formel der Faktorisation des Trinoms zweiten Grades wissen wir, es ist also 1 mal x minus minus 1 mal x minus 3, also dieses Produkt. So, im Grenzwert steht nun, dass x gegen 3 strebt. Das heißt, x ist ganz, ganz dicht bei der 3, ganz dicht dran, aber nicht drauf. Also ist x nicht 3. Die 3 selbst wurde aus der Definition des Grenzwertes ausgeschlossen. Deshalb ist x nicht 3. Und demzufolge ist x minus 3 auch nicht 0. Also dürfen wir hier durch x minus 3
kürzen, so, und dank der Leersätze dürfen wir jetzt wieder einfach x durch 3 ersetzen. Wenn wir dann eine Zahl finden, wie das hier der Fall ist, dann muss diese Zahl der gesuchte Grenzwert sein. Beispiel 7. Wir suchen den Grenzwert von dieser Quadratwurzel, wenn x gegen 2 strebt. Ersetzen wir schnell wieder x durch 2. So erhalten wir hier aber die Quadratwurzel von minus 3. Es entsteht also ein Problem. Dann berechnen wir zuerst einmal den Definitionsbereich dieser Funktion. Das führt zur Ungleichung 1 minus x² größer oder gleich 0. Diese lösen wir anhand einer Zeichentabelle und stellen fest, dass der Definitionsbereich dieser Funktion das geschlossene Intervall von minus 1 bis 1 ist. Wir zeichnen dieses geschlossene Intervall in grün und alle anderen reellen Zahlen werden in rot eingezeichnet, weil sie durch diese Funktion alle kein Bild haben. Hier sehen wir also, dass die dichten Nachbarn von 2 alle kein Bild haben. Die Antwort auf diese Frage lautet also, dieser Grenzwert ergibt keinen Sinn. Und fertig. Beispiel 8. Ersetzen wir wieder sofort x durch 2 in dieser Funktion und stellen wieder fest, das führt zu der Unbestimmtheit 0 geteilt durch 0. Schauen wir zuerst, ob der Grenzwert Sinn macht. Das heißt, wir bestimmen jetzt zuerst einmal den Definitionsbereich. X plus 2 muss größer gleich 0 sein. Also muss x größer oder gleich minus 2 sein. Und gleichzeitig darf x nicht 2 sein. Demzufolge ist der Definitionsbereich, also das Intervall von minus 2 eingeschlossen bis 2 ausgeschlossen, vereinigt mit dem Intervall von 2 ausgeschlossen bis plus unendlich, wie immer, ausgeschlossen. Man könnte auch sagen, das ist das Intervall von minus 2 eingeschlossen bis plus unendlich ausgeschlossen ohne die Zahl 2. Den Definitionsbereich darf man auch so schreiben. Beide Schreibweisen sind gültig. Dieser Grenzwert macht also Sinn, denn die dichten Nachbarn von der Zahl 2, gegen welche x strebt, haben durch diese Funktion alle ein Bild. Es gilt also jetzt, zu versuchen, diese Unbestimmtheit zu beheben. Dazu wenden wir einen kleinen Trick an. Und zwar, hier oben, das ist ein irrationales Binom. In der Mitte steht ein Minus. Wenn wir in der Mitte ein Plus schreiben, dann haben wir dieses Binom konjugiert. Und wir werden jetzt den Bruch oben und unten mit dem konjugierten Binom des irrationalen Binoms multiplizieren. So. Warum macht man das? Weil jetzt im Zähler steht a minus b mal a plus b. Dritte binomische Formel, das ergibt a² minus b². Also ergibt dieses Produkt oben diese Quadratwurzel im Quadrat, das heißt x plus 2, minus diese Zahl im Quadrat, das heißt 4. Oben steht also x minus 2. Dann multiplizieren wir das mit 1. So steht oben der Faktor x minus 2 und unten auch. Da x nicht 2 ist, dürfen wir durch den Faktor x minus 2 kürzen und dann bleibt nur noch dieser Grenzwert zu berechnen. Somit ist der gesuchte Grenzwert gleich zu 1 Viertel. Wenn man den Grenzwert im Graphen nicht genau ablesen kann, wie hier, ist bei 2 effektiv eine Lücke. Wir können aber den Grenzwert, wenn x gegen 2 strebt, in der Zeichnung nicht ablesen. Die Funktion, die hier eingezeichnet ist, das ist diese da.
Aus der Zeichnung heraus können wir den Grenzwert nicht ablesen. Wir sehen nur, er liegt zwischen 4 und 5. Aber durch das Gesetz vom Rest können wir den Grenzwert dieser Funktion trotzdem jetzt bestimmen und finden 13 Drittel. 13 Drittel, das ist 4,3 Periode und effektiv 4,3 Periode, das scheint mit der Zeichnung übereinzustimmen.